Willkommen zurück auf dem Vaders Force-Kanal. Eigentlich sollte für heute ein anderes Video angesetzt sein. Durch die neuesten Entwicklungen in Bezug auf The Mandalorian Staffel 3 habe ich mich jedoch dazu entschieden, dieses Video heute hochzuladen. Die letzte Folge von Staffel 2 in The Mandalorian hat viele Fragen offen gelassen und auch einen Charakter zurückgebracht, den viele Star Wars Fans besonders mögen. Wir reden hier von Luke Skywalker. Es ist bekannt, dass für die Statur von Luke Skywalker der Schauspieler Sebastian Stan hergezogen wurde. Das Gesicht wurde jedoch etwas nachbearbeitet und am Ende wurde die Stimme von Mark Hamill angefügt. Nun fragen sich dennoch viele Star Wars Fans, ob Sebastian Stan möglicherweise die Rolle von Luke Skywalker übernehmen könnte. In der Show Good Morning America wurde er zu der Thematik befragt, antwortete aber eher schwammig. Und ihm wurden auch einige Fanarts von Luke Skywalker dargelegt, wo man deutlich erkennen kann, dass man ihn als Vorbild für Luke Skywalker genommen habe. Nach der Ausstrahlung der Serie postete er auf Twitter, dass er bereit wäre, Luke Skywalker zu spielen, aber nur durch die deutliche Einverständniserklärung von Mark Hamill und die Bestätigung, dass er für diese Rolle geeignet war. Allerdings hat sich Mark Hamill bereits zweimal schon dafür ausgesprochen, Sebastian Stan als Luke Skywalker einzusetzen. Beide Male auf Twitter. Also theoretisch stände dem allen nichts im Wege. Ich jedoch glaube, dass er von Disney noch kein Angebot dazu erhalten habe, da ich vermute, dass Luke Skywalker leider nicht zentraler Teil der dritten Staffel sein wird. Meine eigenen Vermutungen für die dritte Staffel sind folgende. Bo-Katan und Mando werden zusammen versuchen, Mandalore zu erobern, beziehungsweise es wird sich der Handlungsstrang eher um Mandalore erstrecken und um das Dunkelschwert. Ich glaube, dass Grogu und Luke Skywalker keine zentrale Rolle in der dritten Staffel spielen werden, weswegen, wenn sie auch nur kurz vorkommen, glaube ich, dass Luke Skywalker eher wieder animiert wird. Nichtsdestotrotz hoffe ich auf ein Erscheinen von Luke Skywalker in Staffel 4 auf The Mandalorian und möglicherweise sogar in der Ahsoka-Show. Und wer weiß, vielleicht sehen wir dann Sebastian Stan als jungen Luke Skywalker. Ich würde es auf jeden Fall feiern. So, das war ein kleines Update zu, was wir über The Mandalorian wissen und Sebastian Stans Meinung dazu, die er vor einigen Tagen veröffentlicht hat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr lasst dem Video ein Like und dem Kanal ein Abo da. Vergesst nicht, immer Montag und Donnerstag bin ich auf Twitch live. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Osterfest und an die Leute, die kein Ostern feiern, einfach eine wunderschöne weitere Woche und möge die Macht mit euch sein.